Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zum dieswöchigen Elysia Online Update. Und das hat es tatsächlich in sich, obwohl es jetzt gerade fürs Spiel gar nicht so große Unterschiede vom Spielgefühl her bringt, aber es ist mal wieder ein riesengroßer Schritt in eine sehr wichtige Richtung, inklusive einer extrem geilen Nachricht. So, was macht das Team gerade? Das Team arbeitet gerade daran, dass sie im Hintergrund einige Einstellungen und Umstellungen an den Elysia Online-Servern machen. Und zwar wollen sie, wenn alles glatt läuft, bereits nächste Woche den Server so umstellen, dass wir jedes Mal, wenn wir aus einem Rennen rauskommen, wenn wir uns einloggen und so weiter und so fort, dass wir dann direkt auf unserer Online-Range landen und die Offline-Ranges, die es ja auch früher nicht gab, wegfallen. Das heißt, ein weiterer Schritt in Richtung fertiges Spiel. Das ist natürlich kein spürbarer großer Unterschied, aber es ist doch ziemlich viel Arbeit im Hintergrund. Außerdem etwas, was früher nicht möglich war. Und zwar könnt ihr jetzt, wenn ihr /remove-emblem eingebt, könnt ihr das Emblem von eurem Pferd wegmachen. Ich möchte das jetzt gerade nicht machen, weil ich mir nicht mehr sicher war, wie das genau alles funktionierte. Das hier war ja dieses Emblem. Das hatte ich euch ja vor ein paar Wochen schon mal gezeigt. Was jetzt auch geht, wenn ihr auf eure Online-Range geht. Momentan müsst ihr ja noch drauf joinen. Momentan ist es ja noch nicht so, dass ihr da automatisch drauf seid. Hupsala, was war denn das für eine Drehung hier? Elegant, elegant. Dann könnt ihr jetzt auch das Anfangspferd, das heißt, das, auf dem ich gerade drauf sitze, könnt ihr jetzt auch freilassen. Das geht einfach, wenn ihr das Pferd anwählt. Und, ja gut, ich darf natürlich nicht drauf sitzen. Und ihr dann Pferd freilassen klickt. Und dann kommt hier nochmal der Name vom Pferd. Und die Frage, ob man dieses Pferd wirklich gehen lassen möchte. Und die Info, dass das Pferd nie zurückkommen wird. Ich werde es jetzt gerade nicht machen, weil ich eigentlich noch einige Plätze frei habe. Rein theoretisch wäre das jetzt aber auch möglich, dass ihr euer Anfangspferd freilasst. In diesem Fall habt ihr natürlich momentan nicht mehr die Möglichkeiten, jedes Mal beim Einloggen ein anderes Pferd zu bekommen. Aber ihr habt ja jetzt die Möglichkeit, über diese Bonusfunktion hier oben an andere Fellfarben dran zu kommen für begrenzte Zeit. Und wenn ihr das Pferd freilasst, dann fällt auch der Reiter zu Pferdeanpassung auf der Elysia Online Website weg. Die registriert das dann auch, dass ihr euer Anfangspferd freigelassen habt. Also auch das ist jetzt möglich. Und ihr Lieben, all das arbeitet, wir können ja hier schon in den Zuchtstall rein, all das arbeitet auf die Zucht hin. Denn dafür sind natürlich auch die Online-Ranges wichtig, die müssen vorher eingeführt werden. Und das Team hat jetzt bekannt gegeben, dass die Programmierung an der Zucht, am Zuchtsystem sehr, sehr gut vorangeht. Und dass, wenn alles so läuft, wie sie sich erhoffen und wie es momentan aussieht, dass dann das Zuchtsystem schon Ende September ins Spiel eingefügt wird. Ich habe mich eben richtig gefreut, als ich diese Info gelesen habe in den News. Ich freue mich mega drauf, weil das Züchten war einfach ein nicht ganz günstiger Aspekt des Spiels. Man konnte aber damit natürlich auch Geld verdienen, wenn man sein Pferd angeboten hat. Zum Züchten, wie das genau ging, das muss ich dann selber schauen. Das habe ich damals auf Koreanisch noch nicht gerafft. Das wird dann jetzt auf Englisch natürlich alles besser gehen, beziehungsweise dann eben auch auf Deutsch. Ich persönlich freue mich unheimlich darauf, denn dann kommt endlich mehr Variation ins Spiel. Wir können unsere Pferde auf bessere Werte hochzüchten. Ja, wir können uns einfach unsere Traumpferde holen. Ist auch nicht ganz so einfach, denn hier ist viel mit Genetik und Vererbung, was man so beachten muss, damit es auch klappt mit seinem Wunschpferd von Mähne, Schweif und Fellfarbe und allem drum und dran. Aber ich, wie gesagt, freue mich unheimlich drauf. Und das ist doch mal eine mega gute Nachricht, dass es schon eventuell, wenn alles gut läuft, Ende September soweit sein kann. Also dann, ihr Lieben,
Ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute von euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil ich denke mal, ihr seid da auch sehr happy drüber. Ich kann noch nicht versprechen, dass jetzt nächsten Freitag wieder ein Stream kommt, weil jetzt die Gamescom-Woche ist, die sehr, sehr stressig wird. Hundertprozentig kann ich es euch für die Septemberwoche, die Woche, wo der August in den September wechselt, nach der Gamescom-Woche, also für Freitag in der Woche, kann ich es euch definitiv zu 100% versprechen, dass dann wieder ein Livestream kommt. Wie es jetzt kommenden Freitag aussieht, muss ich schauen. Gucken wir einfach mal. Kann sein, dass ich es hinbekomme. Kann auch sein, dass ich es zeitlich nicht hinbekomme. Das ist so ein bisschen spontan, wird sich das Ganze zeigen. Aber ja, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem weiteren Rennenreiten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Werdet ihr euer Anfangspferd freilassen oder lasst ihr das erstmal noch bei euch? Ich bin gespannt, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!